Ja, jetzt. Das ist aber, das haben schon viele bemängelt. In der Lobby ist man extremst laut. Thermometer. Oh, Alter. Thermometer ist dabei. Ich mach noch meine starke Taschenlampe. Salz. Mal gucken, kaufen. Ach, und ich habe eine zweite Videokamera reingemacht, dass man die gegeneinander setzen kann, weil manchmal spawnen die Spirit Orbs über der Kamera. Leiser, bitte! Das war laut. Ich versuch leiser zu reden. Geh in die Ecke des Raums, ganz weit weg. Ich habe jetzt breit gemacht. Dann kann ich den Button nicht. Da war er, so weg. Tut mir leid, aber ihr kennt es ja bestimmt aus anderen Videos. In der Lobby ist man immer extremst laut und ja, kann man nichts dran ändern. Dann im Spiel, wenn man im LKW sind und im Haus, ist es wieder leiser. So, das ist der erste. Das ging flott. Ja. Jetzt war. Du wirst immer der Erste sein. CL2 hat eine scheiß Leitung und ich hoste. Das hat aber, glaube ich, nicht mit dem Hosten zu tun. Doch, ich war ja auch, als du gehostet hast, vor dir da. Okay. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Warum haben wir jetzt zwei Videokameras? Ich dachte Fotoapparate. Dingskameras mit, damit man die gegeneinander setzen kann, falls die Spirit Orbs drüber sind. Ach so. Alleine dreckiges Wasser, Kruzifix, Geister-Event. Nur ich habe also eine Videokamera und ein Fotoapparat. Hatten wir beim letzten Mal eigentlich Knochen gefunden? Ja. Ja. Haben wir auch fotografiert. Okay. Und CO2, es gibt noch einen lokalen Sprechchat, der schöner klingt. Ich weiß. Na dann. Ich mach den aber mehr. Ja, das werden wir dann im Haus nutzen. Are you there? Hat jemand das Thermometer mit? Are you here? How old are you? So, Are you here? How old are you? Hab einen Knochen. Are you here? How old are you? Bist du hier? Hat denn jemand die Treppe nach oben gefunden? Ich müsste im Flur sein. Are you here? How old are you? Wie alt bist du? Überhaupt eine zweite Etage? How old are you? Nein, gibt's nicht. Bist du hier? Wie alt bist du? How old are you? Warum ihr euch fragt, warum CO2 auf Englisch redet, er hat das Spiel auf Englisch und er spielt es auch gern auf Englisch und wisst ihr Bescheid. Ich check klar. Geh erstmal in die Garage. Are you there? Mich
nimmst. Ich habe hier unter 10 Grad. Aber auch nur kurzzeitig. Da müsste es aber da irgendwo in der Nähe sein. Vielleicht das, das Zimmer hier. Nee, hier ist es wieder viel zu warm. Dann könntest du hier bei dir, dann könntest du im Flur oder das Wohnzimmer sein. Oder der Keller unter uns. Nee, nee, das kommt, ist nicht so etagenübergreifend. Hier, wo ich gerade stehe, sind unter 10 Grad. Ja, geh mal ins Wohnzimmer, ob es da auch ist. Ich habe im Wohnzimmer schon eine Kamera platziert, ich gehe mal in den Vent gucken. Hier sind wir. Auch, also hier könnte es sein. Ich geh mal kurz weg. Geisterorb fliegt bei euch rum, dort wo ihr seid. Es ist das Wohnzimmer. Ich geh mal aus dem Wohnzimmer raus. Warte kurz. Ich hab keine Auswahl, Gamers. Wir haben Spirit Box. Ja. Und mal wieder bist du hier old. Immer diese alten Säcke. Nee, immer diese bist du hier alten Säcke. Ja, vor allem es ist noch eine Frau. Jennifer Taylor. Aber wir haben auf jeden Fall einen Geisterorb, dann die Box. Was könnte es denn sein? Poltergeist, Jim oder Mare? Mare. Also EMF können wir eigentlich ausschließen, ist nicht ausgeschlagen. Gefriertemperaturen bräuchten wir noch, also unter 0. Nee, war nicht, definitiv nicht. EMF. Wir können das Buch ausschließen? Geister, also wenn wir noch Fingerabdrücke kriegen, dann ist es ein Poltergeist. Ich will nochmal schauen. Wir können das Buch komplett ausschließen. Ich vergesse schon wieder die ganze Zeit Walkie-Talkie-Funk loszulassen. Kommt jemand wegen der Kamera mit? Ich hab gut gefixt mit. Also ich sehe keine Fingerabdrücke und keine Fußabdrücke. Ist das Ding auch an? Das Teil ist an, ja klar. Ja, es leuchtet. Jennifer Taylor. Hat der Raum Lichtschalter? Ja. Fingerabdrücke können wir ausmachen. Versuch mal hier auf den Ding. Wobei er auch noch nichts angefasst. Wir müssen vielleicht noch warten. Er hat noch nichts angefasst. Ja. Wir können einfach nochmal raus. Ach ne, ich dachte, ihr lasst mich hier alleine. Nee, nee. Jennifer, wenn du hier bist, schmeiß die blaue Tasse um. Zack. Give us a sign. Gib uns ein Zeichen. Diesmal sehe ich einen Arsch. Oh. Achso. Oh, der Akku. Ein kleiner Spanner. Gib uns ein Zeichen. Lichtlein ist genau bei dir. Give us a sign. Darko, ich bin besessen.
Das war ich gerade. Ha ha ha. Was sollst du bei jemand anderen machen? Ich kenne den Trick mittlerweile. Ich kann noch mal legen. Thermometer. Gib uns ein Zeichen. Also hier ist es unter 10 Grad, aber nicht mal ansatzweise Gefriertemperatur. Die lässt aber auf sich warten. Was? Irgendwo habe ich eine Tür oder sowas gehört. Wir haben aber auch noch kein dreckiges Wasser irgendwie. Waren immer noch keine Fingerabdrücke. Gib uns ein Zeichen. Willst du vielleicht wieder das Licht ausmachen? Was sagtest du? Das Licht ausmachen. Irgendwo müsste da noch Licht an sein, das ist irre hell. Das ist meine Flashlight. Sicher, dass es nur die ist? Jetzt weg? Okay, dann wird es anscheinend nicht dunkler. Show yourself. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Kann es auch einfach sein, dass ihr dann nochmal raus müsst, damit da was passiert? Eigentlich nicht, das passiert ja, während wir drinnen sind alles. Wir hatten jetzt gerade hohes EMF. Ja, die Aktivität ist hoch, aber irgendwie ist passiert nichts. Das ist eine blöde Kuh. Hey, der Heil und Nacke, das ist genau so, dann klappt vielleicht. Was braucht man jetzt eigentlich noch? Wasser und Kruzifix. Kruzifix und was bräuchte man jetzt von den Teilen her, wegen Geist? EMF 5, Freezing Temperatures und Poltergeist war das andere, richtig? Oder ja. Fingerprints? Ich finde Fingerprints ist das Wahrscheinlichste, weil EMF war immer von Anfang an dort und Gefriertemperatur auch. Dann gib mal die Taschenlampe dafür. Ich gehe mal mit dem Buch rein und gucke, ob die da was reinschreiben sollte. Die ist da grad übel schnell von der E-Seite ins... Oh ne, ich bin weg. Tschüss, ey. Lass mich, ich hab mich erschreckt. Ich hab die Alte gesehen. Die ist von vom Wohnzimmer in das Schlafzimmer gerannt. Ja, wir brauchen ja noch ein Waschbecken. Hab ein Foto, die ist bis hier vor an die Tür gekommen. Es ist auf jeden Fall wirklich eine Alte in einem Kleid. Wurde auch erkannt als Foto. Oh,
Gott, ey, ich hab mich echt erschrocken gerade bei der Elten. Das Kruzifix wird immer noch nicht erkannt. Ja, wir müssen noch ein Waschbecken fotografieren. Wo ist bitte in dem Wohnzimmer ein Waschbecken? Ey, meine Sanity ist auf 35! Kommt bitte jemand von euch mal die Kamera holen, um das Waschbecken zur Not zu fotografieren? Ich werde da nimmer reingehen, sonst bin ich tot. Kommt mal bitte jemand die Kamera holen? Ich habe die alte schon wieder gesehen. Ich habe Videobeweis. Sie spawnt nicht da. Ich weiß, wo sie spawnt. Sie sind im falschen Raum an sich. Sie spawnt nicht da. Die bewegt sich von einem Raum in den nächsten so richtig schnell wie so ein, keine Ahnung was. Kannst du die Kamera anlegen? Ich setze nur noch zwei Fotos und bei meinem Glück... Ich bin voll. Dann nimm du das Kruzifix. Ihr braucht nur noch das Wasser fotografieren. Geist haben wir ja schon. Und eventuell die Fingerabdrücke. Es fliegen die ganze Zeit Sachen durch die Gegend, es wird ein Fingerabdruck sein. Einfach mal gucken mit der Lampe. Ich beobachte so lange den Ausschlag. 10! Ausschlag ist 10. Immer noch? Wir warten eben ab. Ich sag, wenn er wieder runter geht. Wieder 0. Also rein da. CO2 Sanity 48%. Darko 69. Scheiße. Oh, wer läuft denn da rum? Ist wieder auf 0. Wer stand denn jetzt die ganze Zeit an der Tür? Ich eben. Darko, wenn 10 ist und der Geist kommt, verstecken. Alles ausmachen, in die Hocke gehen, verstecken und leise sein. Sonst stirbst du so, wie du dich bewegt hast. Aber der kam wegen CO2 38 bis 35 Sanity. Das schwankt immer. Ausschlag 10! Alte! Guckt's euch an! Die hässliche! Ist wieder 0. CO2, komm raus, deine Sanity ist echt hart am Limit. Du hast mittlerweile weniger als ich. Gefällt dir das scheiß Waschbecken halt nicht? Bitte, das ich weiß auch, das Waschbecken, wir brauchen die Fingerprints. Das wird ein Poltergeist sein, weil die ganze Zeit Sachen durch den Raum fliegen. Das Lustige ist, die ist gerade laut der Aufzeichnung hier zwischen euch beiden hin und her gewandert. Erst zu dir, Dark, und dann zu CO2. Oder wir gehen einfach auf Risiko und tragen Fingerabdrücke ein.
aber du weißt, wenn du stirbst, ist dein Zeug weg. Und dann muss einer von uns auf jeden Fall dich noch fotografieren wegen dem Zeug. Wenn ihr auf die Karte guckt, wo ist der Eingang? Laut der Karte gibt es sowieso einen Gang nach oben. Nach jo, da unten der grüne Strich. Unten der grüne Strich. Das ist der Eingang. Ich bin hier vorne. Wenn ihr vom grünen Strich links geht, ganz unten der Raum in den Wandschrank, in dem kleinen, werde ich dann sein. Das war's. Ja, okay, da wissen wir Bescheid. Okay. Mann, ey, diese Alte. Der hört uns nicht mehr. Das hörst du, wenn du Walkie-Talkie anmachst. Komm mal her, hier auf den Monitor gucken. Vielleicht siehst du die Alte auch. Vor allem, man merkt das ja drinnen selber, wenn das Licht anfängt zu flackern, weiß man, es ist 10. Nee, nicht immer. Also ich sehe da keine Alte. Jetzt. Ja, jetzt. Habe ich sie kurz gesehen. Ist wieder auf 0. Na Dago, wenn CO2 stirbt, musst du das Foto machen gehen. Du hast am meisten Sanity. Ja. Dann lasst uns auf gut Glück Poltergeist eintragen. Ich würde noch eine Sache kurz machen. Und welche? Geh mal irgendjemand mit EMF-Reader rein und warst mal eine Hand ab und sich dann schnell verstecken. Weil während Hand sollte EMF-Art ausschenken. EMF liegt vor der Eingangstür. Also Darko, das wärst dann du. CO2, du bleibst aber hier. Guck mal deine Sanity an. Ja, geht ja noch. Ich hab das Teil nicht mal. Wer hat das? Liegt vor der Eingangstür. Also... Ich warte an der Tür. Wo sollte ich hin? In den jeweiligen Raum gehen und wenn Hand beginnt sich irgendwo verstecken, könnte dir schließen, ducken und alles ausschalten. Bis auf EMF-Reader. Kurzzeitig. Ist wieder 0. Er hat sich nicht gut genug versteckt. Er lebt noch. Nee. Doch, jetzt ist er tot. Nein. Wow. Ich sag zu ihm noch, er soll sich in den Wandschrank verstecken, als ich ihn durchs Fenster gesehen habe und er steht einfach mit einer offenen Tür da. Ja, aber die war auch direkt schon vorne an der Eingangstür. Also er hätte zum Schrank hätte er nicht mal rennen können. Doch, er stand super lange noch in dem Raum da herum, bevor die Todesanimation kam. Jetzt ist die Frage, Ausschlag gab's keinen, oder? Ich hab nichts mitbekommen. Ich weiß nie, ob Darko weiß, dass wenn er jetzt der Geist ist, dass er Sachen bewegen kann.
Aber wir müssten vielleicht mal hier reden, weil Walkie-Talkie hört er uns ja nicht. Ja, stimmt. Oh, du bist so schön extremst laut hier drinnen. Ich versuche leiser zu reden. Ja, nee, jetzt. Es geht ja. In der Lobby ist es ja richtig schlimm. Bloß ich habe euch jetzt mittlerweile schon auf 33% runter. Das ist richtig krass. Hatte Daku irgendwas gekauft? Keine Ahnung. Ich würde eine Sache. Ich überleg gerade eine Sache. Ich versuch mal die Kamera zu holen und ein Foto von ihm zu machen. Warte noch nicht rein. Wenn er in der Hand beginnt, dich in irgendeinen Raum verstecken und Türen hinter dir schließen, am besten in den Wandschrank. Also in den Raum und dann nochmal in den Wandschrank. Ja, das weiß ich ja, aber du bleibst jetzt bitte draußen, weil dich fängt auf jeden Fall bei deiner Sanity. Okay. Wer hat denn die Kamera? Die lag dort nicht. Durch mein jetzt. Ja, ich bin zweimal rein, raus und schwupp mal die Tür zu. Jetzt ist die Frage ab, Darkrus, der EMF-Ding gerade an, weißt du das? Ich hab's angeschaltet und dahingeschmissen gehabt. Dann ist es auf jeden Fall nicht EMF. Hier. Das hab ich in ist der es Hand. Ausgeschlagen? Nee, das war aus. Aber es hat nicht ausgeschlagen, Zeit. Oder? Das war aus die ganze Zeit. Fuck. Jetzt irgendwie scheiße hier. Wie ist der Geist nochmal? Sarah Taylor, glaube. Taylor. Mann. Passiert einfach nichts mehr. Habe jetzt ein Abschiedsfoto vom Flur gemacht. Ich bin mir halt mittlerweile nicht fast mehr mit dem Fingerprint sicher. Na, Geisterbuch steht ja nicht drin. Das könnte man auch so nicht auswählen. Im Wohnzimmer ist die ganze Zeit irgendwie eine Minute lang ein Bild durch die Gegend geflogen. Deswegen kam ich auf Poltergeist, was ja auch eine Auswahlmöglichkeit ist.
Na, bei Mare bräuchten wir die Geisterbox. Nee. Hat er bei mir nicht gesprochen. Poltergeist, warte mal, Poltergeist ist aber auch Geisterbox. Geisterbox haben wir. Gefriertemperaturen hatten wir nicht. Also naja. Das können wir ausschließen und das andere war... EMF oder UV-Licht, also Fingerprints. Poltergeist, achso, Gin hatten wir noch. Gin war EMF Level 5. Das ist halt jetzt irgendwie Kacke. Boah. Die Sanity. Geistergeist genau. Die Sanity ist bei uns Bane echt ganz schön weit unten. Jennifer Taylor. Bloody Mary. Ist was passiert? Nee, ist nichts passiert. Ich habe aber keinen Bock mehr. Dauert mir zu lange. Nehmen wir jetzt einfach Poltergeist. Ja, würde ich sagen. So, Darko, du hörst uns ja bestimmt. Wir nehmen Poltergeist. Darko, nochmal Poltergeist für dich. Aber der hat auch kein Wasser angemacht oder sonst irgendwas. Das ist halt wirklich seltsam. So, gut, ja, das ist halt echt. Soll ich oder soll ich? Ich hab's. Ja, mach. Ich werde jetzt aber auch gleich mal kurz weg, ein paar Minuten. Ja. Gin. Was hätte man für einen Gin gebraucht? EMF. EMF, ja, ich bin kurz mal eben ein paar Minuten nach Cover, ich wurde gerade angerufen. Bis gleich. Yo.